sind wir hier im Heinrich-Heine-Haus und das Schöne ist, dass wir hier ergänzend zum Veranstaltungsprogramm auch ein Aufenthaltsstipendium haben oder vergeben können für deutschsprachige Autorinnen und Autoren. Wir haben eine Stipendiatenwohnung im Anbau des Hauses und das Land Niedersachsen gibt ein Stipendiumsgeld und wir vergeben für 3 Monate 3 Stipendien im Jahr. Für Autoren, Autorinnen und Autoren ist es ja so, dass sie nicht vom Verkauf ihrer Bücher leben können. Das gelingt nur den allerwenigsten, die wirklich Bestseller haben. Aber für alle anderen bedeutet es, dass sie eigentlich einen Brotberuf ausüben müssen und dann natürlich wenig Zeit zum Schreiben bleibt. Und diese Stipendien geben einfach mal die Möglichkeit, in einem gewissen Zeitraum frei von finanziellen Sorgen sich ganz auf die schriftstellerische Arbeit einlassen zu können. Die aktuelle Stipendiatin heißt Sünke Köhler, kommt aus Berlin, in Dresden geboren. Ich bin jetzt eine Woche da und bleibe 3 Monate und werde die Zeit hoffentlich ordentlich nutzen können, um längeren Text zu schreiben. Und ich bin froh, dass ich auf der Seite wohne und nicht auf der Seite. Und kommt rein. Ja, also dann willkommen in der Stipendiatenwohnung. Es ist eben nicht ganz wie zu Hause. Man muss sich so ein kleines bisschen arrangieren, denke ich halt. Also ich versuche dann immer so ein bisschen, also entweder kaufe ich noch was dazu oder ich, weiß nicht, stelle es ein bisschen um. Also das ist halt so, es muss ja so ein bisschen auch für mich angenehm sein, warum ich schreibe. Also irgendwas muss mich an einem Gegenstand oder meistens sind es ja Menschen fesseln. Also irgendwas muss mich daran bewegen. Also irgendeine Ecke oder Kante in dem Schicksal. Also was hat den Menschen verändert oder wie geht er damit um? Also so ein Stipendium ist natürlich toll, weil man sich erstmal finanziell keine Sorgen machen muss und weil man an einem anderen Ort ist. Man ist nicht so abgelenkt. Man hat andere Eindrücke, die auch irgendwie Einfluss nehmen. Und das Haus, also es wurde mir gesagt, das ist vor kurzem abgebrannt und das haben sie jetzt wieder aufgebaut. Und das war halt Brandstiftung. Und dann haben noch 10 Leute oben da drinnen geschlafen. Und dann frage ich mich natürlich, wie kann jemand ein Haus anzünden, wo 10 Leute drin schlafen oder wo Menschen drinnen schlafen. Also das ist, da kann ich lange drüber nachdenken. Aber mich würde auch interessieren, wie jemand, der da friedlich schläft und auf einmal so ein Erlebnis hat halt. Also was geht in dem vor? Für viele ist es einfach auch nochmal eine Bestätigung, die ja auch wichtig ist. Viele Autoren sind natürlich auch zwischendrin mal wieder verunsichert oder wenn sie mitten in einem Projekt stecken und vielleicht nicht ganz so schnell oder gut weiterkommen, dass ja auch diese Unsicherheit ist, trägt das noch mit dem Schreiben und auch dafür ist ein Stipendium wichtig, dass man einfach Anerkennung erfährt und dass man auch die Möglichkeit hat, dann bei der Lesung sich zu präsentieren, weil das ja auch für Autorinnen und Autoren, die noch nicht so bekannt sind, auch noch nicht ganz so viele Möglichkeiten gibt, zu lesen. Und insofern ist das vielfältiger, aber die positiven Effekte, die ein Stipendium bringt. Musik